الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 السبل هذه الأمم لشريعته الله 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 Flugblätter, die uns verteilt wurden. Und ich wollte sagen, falls diejenigen, die die Flugblätter verteilt haben, noch da sind, also ich werde später nach meiner Rede dann eine Möglichkeit geben, dass sie nach vorne kommen und dass wir über diese Sache debattieren. Weil jemand, der ein Flugblatt verteilt, der muss ja auch das begründen können, was er verteilt. Ja, und wir sind keine Leute, die sich irgendwo in der Ecke verstecken, sondern wir sind bereit, jeden Vorwurf, der uns gemacht wird, komplett zu widerlegen. Ist jemand hier, der diesen Zettel verteilt hat? Ist er hier? Ist einer hier, der den Zettel verteilt hat? Oder? Schade, na gut, dann antworte ich so darauf. Erstmal steht dort, sagt Nein zum Fundamentalismus. Erstmal, was ist Fundamentalismus? Weil es werden immer Begriffe, die negativ besetzt sind, die werden immer in den Raum geschmissen. Fundamentalismus bedeutet, dass man an einem Fundament festhält. Und als Bus. Und das bedeutet erstmal nichts Schlechtes und nichts Gutes. Wenn das Fundament gut ist, ist dieser Fundamentalismus gut. Und wenn das Fundament schlecht ist, dann ist der Fundamentalismus schlecht. Unser Fundament ist was? Koran und Sunna. Und Koran und Sunna ist gut. Und deswegen ist unser Fundamentalismus gut. Und deswegen sollte jeder Muslim ein Fundamentalist sein. Einer, der an diesen zwei Fundamenten festhält. Die zweite Sache, die Einladung zum Paradies ist eine Einladung zur Parallelgesellschaft. Wir alle wollen und müssen aber miteinander gut auskommen in einer Gesellschaft. Erstmal ergibt der Satz schon keinen Sinn, weil selbst eine Parallelgesellschaft heißt nicht, dass man nicht gut miteinander auskommt. Weil man kann auch friedlich nebeneinander leben. Aber wir haben niemals dazu aufgerufen, dass man nicht friedlich miteinander leben soll. Aber wenn er sagt, dass unsere Botschaft dagegen ist, dann zeigt das nur, dass er nicht mit jemandem friedlich zusammenleben will, der von sich selber sagt, dass der Islam die einzig wahre Religion ist. Das ist das Problem. Das heißt, das Problem liegt nicht bei uns, das Problem liegt bei diesen Leuten. Wir können friedlich mit jemandem zusammenleben, der eine andere Meinung hat. Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig in den Schädel einschlagen. Der Katholik sagt auch, der Katholizismus ist richtig. Dann, alle Menschen müssen anerkennen, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Naja, in der Heiligen Schrift steht beispielsweise, ja, die Frau muss sich dem Mann unterordnen. Das ist das Wort Gottes. Achso, Entschuldigung, das war ja die Bibel gewesen. 1. Petrus 3, Vers 1. Ja, da steht ja, die Frau muss sich dem Mann unterordnen. Wir haben eben schon über die Rolle von Frau und Mann im Islam geredet. Es gibt kein Konkurrenzdenken, sondern es gibt ein gegenseitiges Helfen, dass man gegenseitig für sich da ist. Dann, dass Rechte nicht von der Religion abhängen. Ich überlege mir hier, haben wir versucht, irgendjemanden wegen der Religion die Rechte abzuerkennen? Wir leben hier in diesem Land. Ja, wir halten uns an die Rechte, die es hier gibt, und wir wollen unsere Religion leben. Aber wenn hier steht, dass Rechte von der Religion abhängig sind, dann sollten die sich an der eigenen Nase fassen. Weil es ist momentan so, dass zum Beispiel, wenn sich eine Frau mit Kopftuch bewirbt bei einer Arbeitsstelle, dass sie die Frau diesen Job nicht kriegt wie eine Frau ohne Kopftuch. Das heißt, wenn ihr gegen Diskriminierung arbeitet, dann verteilt besser nicht Blätter gegen uns, sondern Blätter gegen euch selber. Dass Menschenrechte universal gültig sind. Ich weiß nicht genau, was er damit sagen will, aber ich glaube, bisher
Ich glaube, das umfasst schon das, was wir vorher gesagt haben. Frauenrechte, Männerrechte, Rechte von der Religion abhängen. Das Grundgesetz Religionsfreiheit gewährleistet, aber keine Religion das Recht gibt, Freiheit des Einzelnen einzuschränken. Nee, wir wollen auch nicht die Freiheit des Einzelnen einschränken. Ganz im Gegenteil, wir wollen Menschen dazu motivieren, aus freien Stücken den Islam zu lieben und zu praktizieren und sie dazu zu animieren und ihnen die Liebe zu dieser Religion zu vermitteln. Aber wenn ihr hier sagt, dass die Religion, das Grundgesetz die Religionsfreiheit gewährleistet, aber keine Religion das Recht, die Freiheit des Einzelnen einzuschränken, dann fangt besser bei Alice Schwarzer an. Weil die möchte jetzt die muslimischen Mädchen dazu zwingen, das Kopftuch in der Schule abzuziehen. Deswegen fangt bei der an, nicht bei mir. Wir wollen hier keinen, wir haben nicht gesagt, der Christ darf keine Weihnachtslieder mehr singen, aber wir wollen sagen, wir wollen keine Weihnachtslieder singen. Und überall haben wir dieses Affentheater. Ja, warum dies, warum das und so weiter und so fort. Es gibt Fälle in Deutschland, wo streng christliche Sekten Anträge stellen für die Befreiung vom Schwimmunterricht, wird gewährleistet. Bei Muslimen wird das Kind dann vom Jugendamt weggenommen. So sieht die Sache nämlich aus. Das heißt, fangt bei euch selber an. Denn ihr zeigt mit einem Finger auf mich und zeigt gleichzeitig mit drei Fingern auf euch selber. Ich habe hier keinem irgendein Recht weggenommen. Aber ich glaube, die haben schon Glück gehabt, dass sie das Blatt verteilt haben und haben es dann wieder schnell aus dem Staub gemacht. Sonst wären die so blamiert worden wie letztens der RTL-Reporter, der Lügenbaron. Freddy the Fraction. Leute, es wird euch immer erzählt, Leute, was ich immer höre, Brüder und Schwestern, es wird immer erzählt von den Moscheegemeinden und von anderen Leuten, seid lieber leise, nur nicht auffallen. Das ist der größte Unsinn, wenn einem Vorwürfe gemacht werden, zu denken, es wäre besser zu schweigen. Das ist der größte Quatsch. Hier werden Blätter über mich verteilt und ich soll jetzt schweigen? Wenn hier ein Blatt verteilt wird über dich, Herr Sohn ist ein Kinderschänder, schweigt er dann? Wenn du schweigst, bedeutet das, du akzeptierst das, was die sagen. Das ist der größte Blödsinn. Das heißt, wir müssen sofort zurückschlagen. Sofort, und mit zurückschlagen meine ich, wir müssen sofort kontern und sagen, hier, was erzählt ihr für einen Schwachsinn? Wo sind die islamischen Schulen? Wo sind die islamischen Kindergärten in Deutschland? Religionsfreiheit. Subhanallah, jedes Mädchen, das irgendwo zur Schule geht, wird vom Lehrer gehänselt, von der Schule gehänselt und dann wird irgendwo Berlin oder Köln gezeigt, wo dann irgendwelche Bescheuerten in der Schule sind und einen Deutschen hänseln. Das wird gezeigt. Die andere Szene wird nicht gezeigt. Ja, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, dass Muslime Deutsche in der Klasse schlecht behandeln. Ich bin dagegen. Und jeder sollte das wissen. Wir haben nicht das Recht dazu, jemanden zu diskriminieren, zu beschimpfen, zu beleidigen wegen seiner Religion. Ja, wir können diskutieren. Wir können diskutieren. Wir können sagen, ich mag das nicht. Wir können sagen, ich bin der Meinung, das, was du tust, ist falsch. Aber wir haben nicht das Recht, jemanden hier zu beschimpfen oder irgendetwas oder da zu schlagen oder etwas anderes. Weiter im Text. Dann die Gewalt nur vom Staat ausgeht. Im Islam ist es ganz klar, und das muss man wissen, ja, dass wenn es einen islamischen Staat gibt, ja, dass das Gesetz, dass die exekutive Gewalt und die gesetzgebende Gewalt sich an was hält? An den Koran und die Sunna. So, das ist einfach so. Nur wir leben hier. Das heißt, stimmt, es hat keiner das Recht hier, Selbstjustiz durchzuführen. Das heißt, hier beispielsweise eine Körperstrafe durchzuführen, etwas anderes. Und das ist unser Ziel. Wir haben unsere Aufgabe darauf beschränkt, die Menschen zum Islam zu rufen. Der Islam ist nicht gekommen, im Übrigen ist der Islam nicht gekommen, um Menschen die Hand abzuhacken, sondern der Islam ist dazu gekommen, um Menschen zu überzeugen, dass Stehlen schlecht ist. Der Islam ist dazu gekommen, Menschen zu überzeugen, dass Unzucht falsch ist. Und das Ziel des Islam ist nicht, jemanden zu steinigen oder jemanden die Hand abzuhacken, sondern das Ziel des Islam ist, den Menschen zu erziehen, ein besseres, gottesfürchtiges, frommes Leben zu führen. Und das ist unser Ziel. Was haben wir noch? Rashid!
Sag nein zu solchen Menschen, also sag nein zu solchen Menschen wie mich. Das haben sie dann auch auf Türkisch geschrieben. Dann kommt der Schatten, ja, wir sind einfach. Ja, 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 stimmt. Also wir haben nichts mit diesem Herrn Vogel zu tun. Wir sind ganz lieb. Wir sind ganz lieb. Pieps, 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 pieps. Wir sitzen doch nur in der Ecke, wir sagen auch nichts. Nee, ich sage was, ganz klar. Ich sage, geht mir nicht auf die Nerven und erzählt dir keinen Unsinn. Weil ich komme, ich stehe bei euch vor der Tür, glaubt es mir. Und ich werde auch bei RTL in Schala stehen. Und dann wird es Freddy the Fredchen übel. Sag ja zu unserer Gesellschaft. Nein, ich sage nicht ja zu unserer Gesellschaft. Ich sage ja, wir müssen etwas an dieser Gesellschaft verbessern. Denn ich sage, es gibt große Probleme in dieser Gesellschaft. Es muss Probleme geben, sonst würden sich nicht alle 48 Minuten, würde sich nicht ein Mensch umbringen. Sonst würde es nicht 3 Millionen Alkoholiker geben. Sonst würde es nicht jährlich, täglich Abtreibung geben. Und sonst würde nicht die einzige Industrie, die immer noch floriert, die Pornoindustrie und die Prostitution sein. Das heißt, es gibt hier ganz klare Probleme. Und diese Probleme müssen ganz klar definiert und illustriert werden. Punkt. Und wer was dagegen hat, der hat Pech gehabt, der soll weiter Saltus schlagen und rumspielen wie Rumpelstilzchen. Aber das ist meine Botschaft. Deswegen an die SPD Offenbach, SPD, was weiß ich, FDP, ich sage euch nur eins, springt weiter wie Rumpelstilzchen rum. Aber es wäre besser gewesen, ihr hättet im Vorfeld versucht, mich zu kontaktieren, mit mir zu diskutieren, mit mir zu sprechen. Aber ich denke, das ist aus wahlpolitischen Gründen, weil es so viele Rassisten mittlerweile gibt, nicht so gut. Weil das könnte euch ja ein schlechtes Licht stellen. Genau wie der, wie heißt er hier, unser komischer Minister, de Maizière, der nach Mönchengladbach kommt, um über uns zu reden, es aber vorher verpasst hat, mit uns zu reden. Und das ist sehr miserabel. Und das ist ein Armutszeugnis für die Politiker in Deutschland. Und damit verabschiede ich mich und beendige die Grundrede von heute. Brüder und Schwestern, ich will mich nochmal entschuldigen, dass ich für jeden so viel Zeit habe, die ich gerne haben wollte. Okay, dann machen wir noch zusammen die Shahada, inshallah, alle zusammen mit. Das ist eine gute Mischung, die Shahada zu geben. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Man, 1000 Leute haben noch nicht sagen. Takbir! Allah!